Guten Morgen, Kolleginnen und Kollegen. Ich bitte Sie, Platz zu nehmen. Eröffne die 92. Plenarsitzung und stelle sehr wohlwollend die Beschlussfähigkeit des Hauses fest. Zur Tagesordnung erledigt sind die Punkte 1, 2, 4 und 6. Gestern Abend tagte der Kulturpolitische Ausschuss und hat zu dem Gesetzentwurf Drucksache 3836 aus 19 die Beschlussempfehlung Drucksache 4313 aus 19 beschlossen. Die zweite Lesung dieses Gesetzentwurfs steht unter Tagesordnungspunkt 9 auf der Tagesordnung. Außerdem tagte gestern Abend der Sozial- und Integrationspolitische Ausschuss und hat zu dem Gesetzentwurf Drucksache 4135 aus 19 zu Drucksache 37 aus 19 die Beschlussempfehlung 4315 aus 19 beschlossen. Die dritte Lesung dieses Gesetzentwurfs steht unter Tagesordnungspunkt 36 auf dem Nachtrag der Tagesordnung. Die zweite Beschlussempfehlung, die der SIA beschlossen hat, ist zu dem Gesetzentwurf Drucksache 4137 aus 19 zu Drucksache 3743 aus 19 und hat die Nummer 4316 aus 19. Diese dritte Lesung steht unter Tagesordnungspunkt 37 auf dem Nachtrag der Tagesordnung. Kolleginnen und Kollegen, noch eingegangen und an ihren Plätzen verteilt, ist ein dringlicher Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU und Bündnis 90 die Grünen betreffend aktuelle Herausforderungen brauchen eine zeitgemäße Politik. Drucksache 4311 aus 19 wird hier die Dringlichkeit bejaht. Das scheint der Fall. Dann kann, wenn dem nicht widersprochen wird, dieser Entschließungsantrag Tagesordnungspunkt 38 und mit Tagesordnungspunkt 24 zu diesem Thema aufgerufen werden. Außerdem eingegangen und an Ihren Plätzen verteilt ist ein Dringlicher Antrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend nachhaltige Forstwirtschaft in Hessen beibehalten. Drucksache 4312 aus 19 wird auch hier die Dringlichkeit bejaht. Das scheint so zu sein. Dann wird dieser Dringliche Antrag Tagesordnungspunkt 39 und wir können ihn mit Tagesordnungspunkt 12 zu diesem Thema aufrufen. Ich sehe keinen Widerspruch. Heute zum Ablauf der Sitzung. Wir tagen vereinbarungsgemäß heute bis 18 Uhr bei einer Mittagspause von 2 Stunden und beginnen mit Tagesordnungspunkt 21. Danach folgt Tagesordnungspunkt 24. Nach der Mittagspause starten wir mit Tagesordnungspunkt 20. Es fehlen heute entschuldigt Frau Staatsministerin Puttrich ab 12.45 Uhr und die Abgeordneten Franz und Utter ganztägig wegen Erkrankung. Kolleginnen und Kollegen, ich höre gerade, Staatsministerin Hinz ist auch erkrankt und entschuldigt. Kollege Bellino. Der Kollege Meißner fehlt auch krankheitsbedingt. Gut, auch das nehmen wir zu Protokoll. Kollege Meißner ist ebenfalls erkrankt.